Und unsere Zufriedenheit schwankt gerade ein bisschen. Können wir gerade aber auch nicht viel dran ändern. Ich könnte halt noch erstmal dich hier hinstellen. Da siehst du besser aus. Könnte ich noch wenigstens so eine hier aufstellen mit dem Holz, was ich habe. Das Holz kommt da wahrscheinlich eher rein, wenn ich nicht drauf achte. Und ja, da sagt er schon, Grab in die Richtung. Aber erstmal will ich, dass er in die Richtung gräbt. So, das wird gebaut und ist fertig. Und wir können zweite Luft erforschen, das ist sehr gut. Wir haben genug Betten, also die Betten für 5 Zwerge gleichzeitig. Das dürfte eigentlich reichen. So, jetzt kommen, gucken wir, dass wir die schnelleren Schuhe kriegen. Das wäre übrigens schön, wenn nachher, wenn wir die letzte den letzten Prinzeneinfluss in Wissenschaft freigeschaltet haben, dass die Laufschuhe wenigstens auch schon freigeschaltet wären. Da müssen wir dann nach langsam gucken. Also ja, Militärverbesserungen sollten wir auf jeden Fall noch haben. Es wäre erstmal schön, wenn die meine beiden Bergarbeiterzwerge ausgeschlafen und ausgeruht wären, dass sie weiterarbeiten können. Im Augenblick kommen nämlich fast keine Ressourcen rein, weil wir einfach in diesen leeren Tunneln fast nichts finden. Wir haben aber schon mal die Hälfte der Blöcke freigeschaufelt, die wir freischaufeln wollten. Ja. Wahrscheinlich sagt er uns genau, dass wir in die Richtung graben müssen, die wir jetzt sowieso gleich gerade graben. So, was macht unser letzter Jungzwerg? Der ist gleich Level 5, das heißt, er wird gleich zu einem Wissenschaftler. Und ich grabe auch hier mal das Gold aus. So. Machen wir es mal so. Oh, hier wäre auch noch Gold. Und er hat Level 10 erreicht. Sehr gut. Einfach alles ausbuddeln. Auch auf dieser Höhe hier. So, da können wir mal. Dich kurz dahin verschieben. Da machst du dich. Naja, okay, da blockierst du halt die beiden Betten. Können hier was verkaufen.
Können das ruhig weiterlaufen lassen und können hier unseren Block platzieren. Der muss erst gebaut werden. Ah, das ist auch nicht so schlimm. So, und dann können wir auf den Block schon mal Holzboden setzen. Können dich wieder nach da verschieben und fertig. Jo. Ja, überschüssiges Holz könnten wir für 60 verkaufen. Das wären wieder wie viel Nutzpflanzen? 1 Grad mal. Und Leiter brauchen wir. Jetzt graben sie beide hier aus. Du grab hier aus. Hä? Was auch immer. Dann grabt halt hier unten fertig aus und dann grabt da oben weiter. Kann doch nicht angehen. So, jetzt geht er da oben graben. Bin mal gespannt, ob er dazu ganz hochklettern muss oder ob er... Nein, muss er nicht. Er kann so rumgehen. Gut. Jetzt hat er aber auch schon müde. Er hat müde. Und Hunger haben sie. Naja, Essen hält sich gerade noch so. Ich kann halt noch kein neues Essen platzieren. Ah doch, ich könnte Radieschen platzieren. Holz dafür hätte ich ja genug. So. Machen Radieschen eigentlich auch glücklicher? Nein. Aber Bonbon-Pilze würden glücklich machen. Was ist mit besseren Holzpflanzen? Nein. Brauchen wir eh nicht. So, du kletterst schon mal wieder runter. Der andere ist auch schon auf dem Weg. Ich dachte jetzt gerade schon, aber nee, bei den Punkten, die du... Ich kann dich nicht zum Gelehrten machen, weil wir nicht genug Turmalin haben. Mann, wie ich jetzt gerade dazu versucht bin, mir die 10 Turmalin zu kaufen... Weißt du was, das machen wir auch. Ich weiß nämlich nicht, wann wir auf Turmalin stoßen werden. Jawohl. So, jetzt haben wir 2 Forscher. Das sind ungefähr... Ja, so wie die forschen. Er macht 11, er macht, wenn ich richtig gesehen habe, 6. Ja, fast etwas mehr als 50% mehr Effektivität an der Forschung. So, schalten wir das mal frei. Wohin will ich jetzt eigentlich dann als nächstes? Weichere Betten wären nicht schlecht. Oder eben bessere Spitzhacken.
Da wir ja wieder viel Grabarbeit haben, ist wahrscheinlich die besseren Spitzhacken erstmal besser. So, grabt hier fertig aus. Und ich habe wieder genug Holz für einen neuen Block. Jawohl. Ich sag ja, das Holz für neue Blöcke kommt irgendwann ziemlich schnell rein. Nein, ich wollte hier einen Grabbefehl geben. Wenn ich Glück habe, ist hinter der Wand hier jetzt auch gleich Ende im Gelände wieder. Das heißt, wir können hier unten alles ausbuddeln. Zum Beispiel mal hier das Gold. Ja, hinter der Wand ist Ende. Also in der Mission wäre man als Wirtschaftssprint ein bisschen besser dran, wenn man mehr Rohstoffe kriegen würde. Gerade vor allen Dingen mehr Gold. So, dann grabt euch mal hier raus. Und hier unten ist ja auch noch mal ein bisschen Gold in der Ader. So, unser Schlafzimmer wäre damit schon mal fertig. Als nächstes würde ich gerne die drei Blöcke füllen. Und dann die drei Blöcke. Das sind nochmal 6200 Holz. Ja. Aber das müssten wir eigentlich gut hinkriegen. So, rausgegraben haben sie sich. Und hey, ich glaube, wir kommen langsam auf den ersten Tunnelraum zu. Ja, nach dem ersten Tunnelraum muss ich mir irgendwann überlegen, mal eine kleine Außenbasis zu bauen. So, gegessen haben sie. Energie geht noch bei beiden einigermaßen. Ihr seid fleißig beim Forschen. Er ist beim Forschen verzweifelt. Aber er hat ein Level abgekriegt. Ich glaube, ich warte jetzt einfach mal, bis hier wirklich 600 steht, über 600 steht an Holz, bevor ich mein nächstes Bauprojekt mit den Blöcken beginne. Hier unter ist wieder Undigium. Und ja, da wir gerade einfach nur so vor uns hingraben, schalte ich mal ein bisschen den Turbo ein. Jo. Sonst dauert das nämlich ewig. Nahrung kommt rein, Holz und Gold kommt alles rein. Ah, und wir können jetzt die besseren Forschungsschuhe einschalten. So, die graben jetzt hier das aus. Und da ist schon wieder Undigium im Weg. Ah ja, stimmt, hier ist hier ein kleiner Raum. Drunter.
Und Stein endlich mal wieder. Achso, hier müssten wir weiter runtergraben. So, das heißt, grabt hier mal weiter.